ein Stück Holzkohle. Es könnte der Rest einer Grillparty sein. Doch dieses Fragment ist anders. Es erzählt uns eine Geschichte. Die Geschichte eines Dorfs aus der Jungsteinzeit. Wir befinden uns im Oldenburger Graben in Schleswig-Holstein. Hier lebten vor rund 5000 Jahren Menschen. In einem der ältesten Dörfer Schleswig-Holsteins. Doch wie lebten sie? Die Menschen haben Holz zum einen für die Konstruktion von Häusern verwendet. Zum anderen war es auch das wichtigste Brennmaterial. Woher wissen wir das? Hölzer und Holzkohlen helfen uns, das Dorfleben zu rekonstruieren. Aber wie? Wenn wir Holz finden, können wir daraus lesen, welche Umweltbedingungen damals herrschten. Zwei Beispiele. Erlen und Weiden wachsen an feuchten Standorten. Die Traubeneiche mag es eher trocken. Aus den Jahrringen können wir etwas über die Waldnutzungsform erfahren. Zum Beispiel, ob nur Äste oder ganze Stämme verwendet wurden. Und wir sehen, wie die Menschen das Holz verwendet haben. Sie kannten schon in der Jungsteinzeit die verschiedenen Holzqualitäten. So verwendeten sie zum Beispiel in Ufernähe Erlenholz, denn es hält sich gut im feuchten Untergrund. Als Bauholz kam oft Eiche zum Einsatz. Oder auch die Esche, denn sie ist ein schnellwüchsiger Baum mit geradem Stamm. Bei Feuerholz waren die Ansprüche geringer. Deswegen suchten die Menschen hier keine spezielle Baumart, sondern nutzten das, was gerade verfügbar war. Holz finden wir nur selten bei Ausgrabungen. Denn im Normalfall zersetzt es sich im Boden bereits nach einigen Jahren. Es erhält sich nur unter Luftabschluss oder extremer Trockenheit. Anders bei Holzkohlen. Sie bleiben erhalten, weil sie von den Bodenorganismen nicht abgebaut werden. Holzkohle steht schlicht nicht auf dem Speiseplan von Tieren. Deswegen finden wir Holzkohlen in fast allen archäologischen Ausgrabungen. Zum Beispiel in Feuerstellen, Öfen, Abfallgruben, aber auch in Gräben oder Gräbern. Bevor man mit der Bestimmung der einzelnen Hölzer oder Holzkohlenfragmente beginnt, muss man sie aus dem Boden herauslösen. Die Methode, die wir hier sehen, heißt Flotation. Dabei werden neben Holzkohlen auch andere Funde wie Samen und Früchte herausgeschlemmt. Nach dem Herausschlemmen bekommen die Funde sofort eine Fundnummer. Mit dieser Nummer kann man später zuordnen, wo man einen Fund ausgegraben hat. Zurück im Labor trocknet man die Holzkohlen meist an der Luft im Regal. Danach beginnt die Laborarbeit. Holzkohlen brechen wir in drei Ebenen. Warum machen wir das? Wir wollen herausfinden, von welcher Pflanze die Holzkohle stammt. Und jede Ebene zeigt uns andere Merkmale, von denen wir auf die Art zurückschließen können. Man braucht schon einige Erfahrung, um mit dem Cutter einen guten Bruch zu erzeugen. Die drei Bruchebenen nennt man Querschnitt, Radialschnitt und Tangentialschnitt. Und was kann man aus ihnen herauslesen? Im Querschnitt kann man erkennen, ob es sich um ein Nadel- oder Laubholz handelt. Eiche, Esche und Ulme sind ringporig. Sie bilden im Frühjahr größere Gefäße zum Wassertransport in die Baumkrone als im Herbst. Andere Bäume zum Beispiel, unsere Obstbäume, Kirsche und Apfel, aber auch Erle bilden das ganze Jahr über ungefähr gleich große Gefäße. Sie sind zerstreutporig. Der Radialschnitt verläuft in Wuchsrichtung. Dabei schneidet er das Zentrum des Stammes. Hier erkennt man die Markstrahlen, die Wasser und Nährstoffe quer zur Wuchsrichtung transportieren. Auch sie sind charakteristisch für die verschiedenen Baumgattungen. Der Tangentialschnitt verläuft ebenfalls in Wuchsrichtung, allerdings schneidet er das Zentrum nicht. Hier sehen wir die Breite der Holzstrahlen. Sie hilft uns auch, die verschiedenen Baumgattungen zu unterscheiden.
Die Esche, die hier zu sehen ist, hat relativ schmale Markstrahlen. Wenn das Holz nicht verbrannt, sondern feucht erhalten geblieben ist, kann man die Proben nicht brechen. In diesem Fall schneidet man sie mit einer scharfen Rasierklinge in hauchdünne Scheibchen. Nach dem Erstellen der drei Schnitte oder Brüche kann es mit dem Bestimmen losgehen. Unter dem Binokular erkennt man makroskopische Merkmale bei rund achtfacher Vergrößerung. Für einen noch detaillierteren Blick auf die Holzanatomie legt man die Fragmente bei 10- bis 40-facher Vergrößerung unter das Mikroskop. Für die exakte Bestimmung verwenden die ArchäobotanikerInnen zum Beispiel Vergleichssammlungen von rezenten, also heute wachsenden Pflanzen. Und oft auch Bestimmungsbücher. In der Regel bestimmen sie dabei die Pflanzengattung, zum Beispiel Eiche. Die genaue Art, also zum Beispiel Stiel- oder Traubeneiche, lässt sich nicht ohne weiteres feststellen. Daneben bestimmen die WissenschaftlerInnen noch weitere Merkmale, zum Beispiel den Durchmesser, die Anzahl und die Breite von Jahresringen. Diese Teildisziplin nennt man Dendrochronologie. Wenn wir einige zig oder sogar 100 Stücke bestimmt haben, werten wir die Daten aus. Dabei unterscheiden wir zwischen qualitativer und quantitativer Auswertung. In Oldenburg LA77 fanden wir hauptsächlich Esche, Erle und Eiche. Diese Aussage ist qualitativ, denn hier geht es nicht um die Häufigkeit einzelner Arten, sondern um die Zusammensetzung verschiedener Arten an der Fundstelle. Wir erhalten also ein Spektrum der Gehölzarten. Bei der quantitativen Auswertung werten wir aus, wie häufig einzelne Arten in den Proben vorkommen. Das zeigt uns, welche Bedeutung einzelne Arten genau hatten. Unsere Daten geben wir in wissenschaftliche Datenbanken ein. Mit den Daten anderer Forschender können wir unsere Ergebnisse mit anderen Fundorten vergleichen. Oder wir können verschiedene Phasen eines Fundplatzes rekonstruieren. Die analysierten Holz- und Holzkohlenproben enthalten eine ganze Reihe interessanter Informationen. Zum Beispiel gibt die Zusammensetzung der Gehölzgattungen Hinweise darauf, wie die damaligen Wälder zusammengesetzt waren. Im Fall von LA77 ist es so, dass hier Erlen und Eschen genutzt wurden. Daraus schließen wir, dass die Böden im Umfeld der Siedlung gut mit Wasser versorgt waren. Denn diese Bäume wachsen gerne an feuchten Standorten. Anhand der Jahrringbreiten der Bäume lassen sich außerdem Umwelteinflüsse erkennen. Unterschiedliche Niederschlagsmengen und Sonnenstunden sowie Schädlingsbefall oder gar Vulkanausbrüche können die Jahrringbreite beeinflussen.